Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Leute, euer Wiki ist wieder am Start und es geht weiter mit Dinge, die wir aus dem Steam Next Fest angucken. Und zwar heute gucken wir uns, ich habe den Namen vergessen, Vater Däum an. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist auch wieder published von Hooded Horse, also von den Publishern von Manorlords und auch dem Schmiedespiel, wo wir gespielt haben. Aber in echt ist es von 24 Bits Entertainment und es ist inspiriert von den alten Göttersimulationen. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja, es ist die Demo. Wir lassen einfach mal. Pleasure. Feindliche Gottheit, Violence, Pleasure. Ah, okay. Wir gucken einfach mal rein. Also Vater Däum lässt dich Siedlung und die Bevölkerung nach deiner Vorstellung gestalten. Du führst diese, die Sterblichen zum Ruhm oder spornst du sie zur Ausschweifung an. Beobachte, wie eine Welt unter deiner Laune wächst. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze so werden wird. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert tatsächlich. Es sind so viele geniale Aufbauspiele und so dabei. Auch Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele. Wir werden allgemein gerade dann so ein bisschen die Fühler noch ein bisschen weiter ausstrecken beim Steam Next Fest jetzt gerade so allgemein. Und vor allen Dingen was Dings angeht. Strategiespiele. Es wird nicht nur immer Mittelalter-Settings sein, das wisst ihr auch, haben wir jetzt ja schon mal gehabt. Und es werden auch noch ein, zwei andere Sachen dazukommen, also freut euch drauf. So, hier sind wir doch auch schon. Okay, Kamera, Maustastatur, also mit Tastatur, okay. Du benötigst die meisten Anhänger. Stichtag wird in 12 Tagen erreicht. Folge den Anweisungen des Kobolds. Wenn du eine andere Taste nutzen möchtest, um fortzufahren, kannst du diesen Einstellungen machen. Okay. Willkommen bei Vater Däum Demo. In dieser Demo hast du Zugriff auf alle aktuell verfügbaren Features. Du wirst das Spiel nur nicht speichern oder laden können. Das Spiel endet nach 12 Tagen. Sieh dir den Countdown unten an. Beachte bitte, dass es sich hier um eine frühe Version handelt. Fehler und fehlende Funktionen sind zu erwarten. Ja, habe ich kein Problem mit, überhaupt nicht. Du kannst dieses Tutorial nach Belieben pausieren und fortsetzen, indem du den Knopf links neben mir drückst. Okay. Wenn im aktuellen Tutorial-Abschnitt einfach zu langweilig ist, kannst du den überspringen. Okay. Wenn du etwas verpasst hast, damit kommen wir wieder zurück. Wenn dies dein erster Durchgang ist, wirst du durch die kommenden Tutorials noch viel lernen. Da dies gleichzeitig der normale Spielmodus ist, wirst du deine erste Partie wahrscheinlich nicht gewinnen. Nimm dir Zeit, für die Grundlagen in Ruhe zu lernen. Ja, ist okay. Okay, lass mich erklären, wie du dich als Gott durch die Welt bewegen kannst. Okay. Irgendwo ist das witzig. Zunächst einmal habe ich die Zeit eingefroren. Du kannst also viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Ist okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dich durch die Welt bewegen kannst. Ja, ist ja okay. WASD. Bewege dich hoch und runter, indem du Z und X gedrückt hältst. Ja, oder auch nicht. Q und E. Also Z und X schon mal nicht. Jetzt schon. Hoch geht. Runter nicht. Außer mein Z ist kein Z, wessen er. Wenn meine Tastatur auf Englisch ist. Tatsächlich. Warum auch immer. Krass. Okay. Aber Z geht trotzdem nicht. Also ist nicht so wild. Um autonom zu navigieren, bewege den Mauszeiger einfach über den Sterblichen oder das Gebäude, zu dem du gelangen möchtest und drücke die linke Maustaste. Habe ich. Du kannst dich wieder zurückbewegen und in die rechte Maustaste. Okay.
Wenn du dich schnell durch die Welt bewegen willst. Ja, gut. Eine Karte. Oh, die ist gar nicht mal so klein. Hier ist es. Okay, cool. Wähle einfach die Siedlung. Das ist unsere. Kann ich mir da jede Siedlung angucken? Ja, cool. Also du kannst tatsächlich die komplette Siedlung, also du kannst alles sehen. Oh, da oben ist schön. Nice. Okay. Folgende Anweisung des Kobolds. Die Siedlung Kiris befindet sich in der Nähe eines Altars und dadurch hast du hier bereits einige Anhänger. Wir müssen noch mehr Anhänger gewinnen, um 50% in dieser Siedlung zu erreichen und ihr Hauptgott zu werden. Zuerst musst du einen Ungläubigen in der Siedlung Kiris finden. Wenn man mit der Maus über einen Sterblichen schwebt, wird seine Aura gezeigt. Ist sie blau, dann glaubt der Sterbliche bereits an dich. Jede andere Farbe weist auf einen Ungläubigen hin. Gehe und finde einen. Liebe verbreiten. Wähle das Wunder der Liebe verbreiten. Bewege eine Maus um einen Ungläubigen und drücke linke Maustaste, um ihn zu fokussieren. Um ein Wunder zu wirken, wähle zuerst einen Sterblichen aus und entscheide dich für welches Wunder. Ja, das. Er ist blau. Er glaubt an uns. Das geht nämlich nicht. Sterblicher glaubt schon an dich. Das Angst einflößen. Göttliche Faust. Liegt das dran, wenn die im Turm sitzen? Nur reduziert Mana-Kosten durch geringe Entfernung. Okay, wir finden bestimmt nochmal einen. Nee, den hatten wir schon. Du. Ach, man muss das so lang gedrückt halten. Ach, du meine Güte. Okay. Wo ist der andere Jodler hin? Du bist blau. Du bist blau. Um ein Wunder zu wirken, wähle zuerst einen Sterblichen aus und entscheide dich dann. Hab ich doch. Du. Göttlich Faust. Gesundheit abhängig vom Aufschlag. Cool. Ja, okay. Vielleicht doch wieder Liebe. Okay. Ich höre mir ein bisschen doof oder so. Um ein Wunder zu wirken, wähle zuerst einen Sterblichen aus und entscheide dich dann für ein Wunder. Habe ich doch. So. Ach, du musst da ja jedes Mal draufklicken. Um deine Macht zu erhöhen und neue Fähigkeiten zu erhalten, brauchst du noch mehr Gläubiger. Ist okay. Ja, mir geht mein Mana jetzt nicht aus. Folge dem Zielsymbol des uralten Relikts. Wähle es aus, sobald es in Reichweite ist. Okay. Du. Du wirst erstmal hier noch hart eine an den Kopf kriegen. Halt, Spiel fortsetzen. Folge dem Zielsymbol. Was ist das da? Ach da. Aha. Folge dem Zielsymbol des uralten Relikts. Zeig dir eins. Folge dem Zielsymbol. Wähle das uralte Relikt, sobald es in der Reichweite ist. Sind das die Sachen? Nein, das sind ja die Leute. Das Wunder der Liebe verbreitet einzeln.
ist doch was ganz anderes. Folge dem Zielsymbol des uralten Relikts. Das ist doch 100 Pro. Das hier dünn sie da. Mit der Macht einer Gottheit, der wirst du seine Ressourcen auf, um Mana zu erhalten. Da hinten. Ah. Uraltes Relikt bewahren. Uraltes Relikt auslöschen. Jetzt muss ich ja wieder gedrückt halten. Erstmal aufstellen, das Ding. Okay, gehe zurück zur Siedlung. Ist okay. So. Habe ich tatsächlich total übersehen, das Ding beim ersten Mal. Neben der direkten Bekehrung der Sterblichen verleiht diese Ausführung jedes Wunders zusätzlich Glauben. Du hast jeden Zugriff auf das sehr unterhaltsame Wunder göttliche Faust. Dieses Wunder hat unendlich viel Ladung und wird stärker, je länger du während der Ausführung die Maustaste gedrückt hast. Das habe ich gemerkt. Darüber hinaus kannst du durch Bewegen der Maus bei gedrückter Maustaste die göttliche Faust positionieren und entscheiden, wo du dir... Ach du Scheibenkleister. Führe das Wunder göttliche Faust aus. Du! Du bist nun Level 1. Wähle einen Pfad aus. Skills für Wunder. Skills für Manipulation. Ach, wir nehmen... Inspiration. Ich bin sehr gern inspirierend. Ah, dann passiert sowas. Ja, nice. Lebst du noch? Kann ich jetzt inspirieren? Ein weiterer Anhänger ist ihr im Club beigetreten. Er braucht nur einen kleinen Schubser. Zusätzlich zur individuellen Auswahl jedes Sterblichen kannst du Wunder auch mit Hilfe von Tastenkombinationen vollbringen. Ah, okay. In diesem Menü gibt es unterschiedliche Kürzel. Ja. Zu diesen Aktionen gehören die schnelle Navigation zur Siedlung und Orten. Okay. Es gibt mehrere Seiten für das Quick-Slot-Menü. Du kannst die Pfeile über die Aktionskürzel verwenden. Oder scharf akut drücken, um die Seiten zu ändern. Okay. Um ein Gefühl. Großartig. Machen wir mit unserer Weltherrschaft weiter. Wir müssen noch mehr Ungläubige bekehren. Wenn du Liebe verbreiten oder Angst einflößen aus dem Quickslot wählst, werden alle Auren der Sterblichen angezeigt. Okay. Werde der Hauptgott einer Siedlung. Okay. Nun ja. Da du die Hauptgottheit dieser Siedlung... Nein, bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht die Hauptgottheit. Hallo? Achso, Ende des Tages ist erreicht. Es fehlen ein weiteres Kasernengebäude. Die Manipulation baue Kasernen muss im Ziel... Okay. Manipuliere Siedler. Keine eigene Handlung. Halte diese Sterblichen davon ab, etwas Dummes zu tun. Die Siedlung wird nicht nach eigenem Ermessen handeln. Ach du meine Güte. Okay. Gebäude entfernen. Brunnen. Sind die Siedlungen? Stichtag wird in 2 Tagen erreicht. Die Manipulation Fruchtbarkeit erhöhen muss am Ziel Kiris ausgeführt werden. Ja, aber... Alle Gebäude wird am nächsten Tag entfernt. Nein. Ah, baue... Ach so. Ah, okay.
Baue Hütte, Tempel, Wohnortplan, baue Taverne, Schule, Fruchtbarkeit erhöhen. Okay, das ist dann Bau. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee, du interessierst mich gerade nicht. Eigentlich wäre aber hier oben die Kaserne sinnvoller gewesen, ne? Bau Bauernhof. Na gut, baue Kaserne. Okay. Irgendwo ja schon witzig. Also ich muss sagen, ich finde das Spiel ist irgendwie schon cool, ne? Oder was meint ihr? Wie gesagt, schreibt es liebend gerne in die Kommentare allgemein, was ihr von den ganzen Demos haltet, die wir jetzt spielen. Schauen wir mal. Was schauen wir mal? Es fehlen weitere... ja, die Kaserne halt noch, ne? Ach so, mir fehlt Holz. Ach, das ist jetzt ja doof. Ah, lässt Bäume wachsen, okay. Holzfällerplan abreißen. Ach so. Oh, ich habe noch ganz viel gekriegt. Violence Level, Fertility Level. Nee, das ist ja du. Wie kann ich denn die Nacht überspringen? Kann man doch bestimmt irgendwie spulen. Du kannst generell Verhalten deines Dorfs vom Hauptgebäude aus kontrollieren, okay. Ich würde gerade eigentlich lieber gern wissen, wie ich spulen könnte. Derzeit kannst du sie nur daran hindern, eigene Handlungen auszuführen oder ihren eigenen freien Willen auszugeben. Aber du erhältst mehr Optionen, wenn du... Okay. Du kannst sie auch neue Gebäude bauen lassen. Sieh dir die anderen Traumblasen an. Ach so. Die, wo wir... Die hier. Okay, lass eine Taverne bauen, um mehr Energie zu erhalten. Oder baue Kasernen, um Krieger zu trainieren. Mach, was du willst. Okay. Fahr mit der Maus über die... yep. Wenn die aktuellen Ressourcen fehlen, kannst du trotzdem eine Baustelle errichten lassen. Zu Anfang der Nacht erhältst du das gesamte verfügbare Mana. Es wird kein weiteres Mana regeneriert. Alle Gebete sind zu Beginn der Nacht verfügbar. Es werden keine weiteren Gebete... Okay. Wenn du deine Manipulation beendet hast, drücke rück, um den nächsten Tag fortzuführen. Während der Nacht kannst du beeinflussen, was am nächsten Tag geschehen soll. Jo. Nachts gibt es keinen Zeitfortschritt, es gibt keinen zusätzlichen Mana oder zusätzliche Gebete generieren. Drücke rück, um den nächsten Tag fortzufahren. Das war alles für die Nacht. Viel Spaß. Linke Maustaste, um die Klärung abzuschließen. Okay. KI denkt. Ach, einfach die... Ach, Back-Taste, ja, ist okay. Es geht ja. Ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es grafisch eigentlich auch richtig schön. Die Zeit scheint sich geändert zu haben. Jetzt können wir mit dem Tutorial weitermachen, was wir als letztes aufgehört haben. Nun, da du die Hauptgottheit dieser Siedlung bist, hat das Dach des Hauptgebäudes eine Farbe. Deine Farbe angenommen. Ah ja, okay. Schau, du bekommst bereits Gebete. Du kannst Gebete ignorieren, sie ablehnen oder sie annehmen und beantworten. Aber Vorsicht, jede Reaktion beeinflusst das Verhalten deiner Sterblichen. Das Erfüllen eines Gebetes stärkt den Glauben an dich.
in der jeweiligen Siedlung noch weiter. Damit wäre das erledigt. Drücke einfach die linke Maus und Storage abschließen. Okay. Wenn du der Hauptgott einer Siedlung bist, kannst du dir auch einen Sterblichen schnappen. Was ist das? Help? Okay. Einen Sterblichen schnappen. Du kannst tagsüber Sterbliche greifen und sie für den Rest des Tages anderen Gebäuden zuweisen. Okay. Wie wäre denn die Idee, wenn du... Ich inspiriere dich. Und ich liebe dich. Okay. Kann ich den auch? Also... Ah, okay. Das heißt, wir können einfach hier so... Ups, dich habe ich nicht gesehen. Du bist inspiriert. So. Okay. Kann ich dich jetzt einfach wieder irgendwo ab? Lass mich nicht absetzen. Ah ja, klasse. Ich tippe einfach das Tutorial so lange durch. Genial. Ja, danke. Ich will wissen, wie ich den wieder absetze. Ups. Willkommen auf Ilves, mein Schatz. Ich freue mich. Okay. Wähle ein Sterblichen. Jetzt habe ich ihn doch gerade weggeworfen. Mensch. So. Die Produktivität bestimmt, wie effektiv ein Sterblicher seine Arbeit verrichtet. Höhere Produktivität führt zu... Okay. Ja. Es gibt mehrere Aspekte, die die Produktivität beeinflussen, wobei Fähigkeiten und die Konstitution am wichtigsten sind. Aber auch andere Aspekte wie Gesundheit, Energie, Arbeitsbelastung und einige Wunder wirken sich darauf aus. Zu jeder Tätigkeit gibt es eine Fähigkeit, die Sterbliche nach Abschluss ihrer täglichen Arbeit verbessern wird. Entspannen. Okay. Die Konstitution eines Sterblichen ist jedoch ein einzelner Wert, der von schlank über durchschnittlich bis kräftig reicht. Jeder Job hat seine eigenen bevorzugten Typen, der die Produktivität verbessert, während ein anderer Typ die Produktivität verringert. Okay. Ähnlich wie bei den Fähigkeiten verschiebt sich die Konstitution in Richtung der bevorzugten Art der geleisteten Arbeit, was mit der Zeit zu einer Steigerung der Produktivität bei derselben Art von Arbeit führt. Nice. Damit wäre das erledigt. Drücke einfach... Okay. Ich inspiriere dich. Gut. Wir brauchen eine Kaserne. Warum göttliche Faust? Na gut. Und ab aufs Köpfchen. Bam. Ich finde das witzig. Das bedeutet, verwickle in einen tragischen Unfall. Okay. Dann nochmal, weil es so schön war. Bam. Ah, ich finde das Spiel cool. Ah, du bist nun Level 2 Skills für Wunder. Lerne den Skill Beherrschung der Lebensfreude. Man könnte sich einfach den Kaffee erfinden lassen, aber das ist viel cooler. Beherrschung der Erkundung. Ich will das. Erinnere alle Sterblichen daran, was ihr Sterbliche für sie bedeutet. Verwickel Helia Fullen in einen tragischen Unfall. Ja, aber wie viel denn noch? Zerstreuen. Was sie hier nochmal auf die Schnauze haben? Neue Energie verändern, Wunder, ermächtigen und zerstören. Herzlichen Glückwunsch, du hast neue Fähigkeiten.
Wir müssen das testen. Ja, wirklich. Okay. Oh nein, was ist nur mit ihr passiert? Wie hätte das passieren können? Bist du nun auch mächtig genug, um das energiesteigernde Wunder im... Um das energiesteigende Wunder ermächtigen und das energieverringernde Wunder zerstreuen aus. Oh Gott, das ist kompliziert. Lass mich dir nur mehr über Energie erzählen. Fokussiere aber zuerst einen Sterblichen. Mein Video. Jeder Sterbliche hat seine eigene Energie. Ja, wenn sie arbeiten, insbesondere bei hohem Arbeitsplatz. Ja klar, wenn sie viel arbeiten, geht viel Energie flöten. Das ist klar. Du kannst Sterbliche auch auf verschiedene Weisen helfen, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Zum Beispiel durch den Bau von Tavernen oder die Nutzung einiger Wunder. Um einen Überblick zu erhalten, kannst du die durchschnittliche Energie einer Siedlung in der Siedlungsübersicht am oberen Bildschirmrand oder im Hauptgebäude überprüfen. Okay. Drücke die linke Maustaste, um die Erklärung abzuschließen. Ja. Okay. Du hast die meisten Anhänger. Wie ist denn das jetzt eigentlich hier? Level 0. 0. Was willst denn du? Gebet annehmen. Ich ersuche dich. Ich weiß, jeder heult mit dir die Ohren voll, aber Wunder inspirieren 2. Ziel ersetzt. Er will inspiriert werden. Gern geschehen. Okay. Irgendwas... Warum auch immer die da oben so komisch? Na, also. So, das ist jetzt unsere Kaserne. Und jetzt? Anhaltendes Wunder. Wunder, Angst einflößen, Gottheit, Violence, Zielarea. Aha. Es ist einfach, dass sie das jetzt in einer anderen Stadt macht. Anhaltendes Wunder, verlieben. Ah, okay. Ich bin ja ehrlich, ich suche immer noch eine Taste zum Spulen, ne? Anhaltendes Wunder. Leben für Energie extrahieren. Ja, es waren halt die anderen Götter. Okay. Könnte ich jetzt theoretisch eigentlich jetzt nicht auch irgendwie ein anderes Dorf suchen? Ist zum Beispiel das da? Weltdütte gehört ja noch keinem, ne? Großer Mana-Kosten nach der wegen fehlender Gläubiger in dieser Siedlung. Ja, macht mir ja nichts. Glaubt schon an du. Okay, nice. Könnten wir eigentlich das Ding auch einfach niederbrutzeln oder so? Ja, du glaubst trotzdem nicht an mich. Nicht genug Mana. Ach. Na dann halt so. Ah, Mann. Okay. Wo ist jetzt eigentlich unser Hauptdorf? Da. Nee, nicht. Nee. Ach,
da kann man gucken. Ah, okay. Das ist unser. Wir haben hier den Finger ein bisschen mit drin. Okay, das gehört ja ganz uns. Ne, irgendeiner fehlt hier. Lass Bäume wachsen. Die Manipulation, lass Bäume wachsen, muss an Zielküris ausgeführt werden. Okay. Außenposten gründen, neues Dorf gründen. Steinbruch. Holz. Lass Bäume wachsen. Okay. Toll, aber zuerst fokussieren wir ein Hauptgebäude. Okay. Haben wir. Wenn du möchtest, dass deine Sterblichen ihr Territorium erweitern, kannst du eine neue Siedlung gründen lassen. Okay. Dabei werden Ressourcen verbraucht und einige Sterbliche werden sich zur neuen Siedlung begeben, also stell sicher, dass du alles bereit hast. Okay. Siedeln ist nur möglich, wenn es einen direkten Weg zu einem von der Startsiedlung zu einem geeigneten Ort für eine neue Siedlung gibt. Okay. Oh, und es gibt drei Arten von Siedlungen. Die kleinsten, Außenposten, dann Dörfer und schließlich Städte. Nur an bestimmten Orten die an bestimmten Orten errichtet werden können. Okay. Neues Dorf gründen. 72 der Ressourcen Holz fehlt bei Kyros. Okay. Ja. Also kann ich das jetzt nicht. Ja, das ist richtig verstanden. Ja. Und den Außenposten? Auch nicht. Da fehlt auch noch Holz. Okay. Wenn ich es noch wüsste, wie ich spulen könnte. Drück. Achso, ja, stimmt. Dabei was. Oh, wir sind Level 3. Verbessert den Skill Beherrschung der Erkundung. Grundlagen der Wunderwirkung. Manipulation. Grundlagen des Bauens. Kriegs. Okay. Wir haben 17, wir haben 13, wir haben 10. Ich bin ja ehrlich, ist gar nicht so einfach, echt, ne? Klar, du bekehrst jetzt irgendwelche Leute. Anhaltende Manipulation. Zwar hier, ne? Ach stimmt, da hätte ich ja allgemein mal was machen können. Die gehört schon zu uns. Ah, das Haus ist sogar schon blau. Blau, blau. Du bist noch gelb. Ist auch noch gelb. Du bist auch noch gelb. So, Stufe 4. Geht ja echt ratzifatzi, ne? Manipulation. Ziel ermächtigen. Rui in Katopolis. Ist das sie? Das Wunder ermächtigen. 3 muss am Ziel Rui Katopolis Asris ausgeführt werden. Und das ist wo? Ah, da. Ah, bei ihm. Nein, jetzt, mein Gott. Was willst du? Ermächtigen. Und ihn noch inspirieren. Das kriegen wir auch noch hin. So. Hammer. Ah, das ist jetzt auch unsere Siedlung. Nice. Okay, Spiel pausieren, klicke auf das Sonnenuhr-Symbol in der oberen rechten Ecke. Jo. Ja. Wenn das Spiel passiert ist, kannst du mit der linken Maus das Sonnenuhr-Symbol gedrückt halten, um die Zeit zu... Ach, das habe ich die ganze Zeit wollen. Jetzt erkläre ich dir, wie man Ressourcen sammelt und ablegt. Jetzt! Momentan kannst du nur Ressourcen Holz sammeln. Level für Level wirst du die Macht erhalten, auch andere Ressourcen zu sammeln.
Jetzt zusätzliche Infos, wenn du mit der Maus über die Ressourcen in der Umwelt fährst. Okay, wähle einen Baum und halte die linke Maustaste, um 5 Holz zu sammeln. Ja, nice. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich wieder an neue Ressourcen komme. Toll, Bäume wachsen jeden Tag langsam nach. Jede Menge an Ressourcen, die ich bei dir habe, wird an meinem Symbol am linken Bildschirmrand angezeigt. Lass uns 25 Holz sammeln, okay. So, noch einmal. So. Gottgleich. Die Menge der Ressourcen, die ich sammeln kann, steigt mit deinem Gotteslevel. Aber ich kann immer nur eine Ressourcenart auf einmal sammeln. Machen wir etwas aus den gesammelten Ressourcen. Du kannst Ressourcen entweder bei der Siedlung oder einem eigenen Altar ablegen. Das Ablegen von Ressourcen an Siedlungen unterstützt sie und erhält Glaubenspunkte. Das Ablegen von Ressourcen an deinem Altar wandelt dies in Mana um. Deine Entscheidung. Ich bin ehrlich, ich brauche gerade Mana. So. Okay, es gibt uns dann auch jedes Mal diese 5 Mana. Okay. Du kannst Ressourcen auch bei deinen eigenen Siedlungen einsammeln, dabei verlierst du allerdings Glaubenspunkte. Damit wäre das erledigt, drücke einfach... Okay. Also ich muss sagen... Mich würde eure Meinung sehr stark interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ich feier's hart. Ich find's echt witzig. Ich glaube, da könnte man auch echt gut Zeit drin versenken. Und für das, dass es eine Alpha ist, echt genial. Also ich find's echt gut. Und ich würde mal sagen, schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare unbedingt. Es würde mich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem Spiel, wir haben ja noch 10 Tage, gucken wir entweder noch weiter rein oder wir gucken dann, wenn es in Early Access geht, mal rein. Und in diesem Sinne, euer Wiki sagt Tschüssikowski.